Moin, moin, Leute. Das, was ich jetzt sage, ist wirklich wichtig. Deshalb seht ihr auch, ich habe keinen Hut auf. Ich bin jetzt nicht irgendein Charakter. Ich bin nicht Janis. Ich bin ganz normal Janis. Und weshalb das so ist, das kann ich euch relativ schnell sagen. Es geht mir so langsam wirklich echt zu weit hier, was in Deutschland passiert. Die Flüchtlinge, die werden behandelt wie Tiere, wenn sie über ihre Grenze kommen. Und ja, deshalb will ich mich so ein bisschen für Aktion Arschloch einsetzen, da das einfach so ist. Ihr könnt mithelfen. Ganz einfach. Das geht einfach darum, dass wir das Lied Arschloch von den Ärzten so lange wie möglich auf dem ersten Platz halten in den deutschen Charts. Es ist wirklich so, der Text des Liedes passt fast eins zu eins zu der Situation mit den ganzen Nazis und so. Ich hoffe ganz einfach, dass sich so welche nicht unter meinen Zuschauern befinden, denn solche Views würde ich eigentlich gar nicht haben, weil wenn ich denn sehen muss, wie einfach manche Leute Asylheime in Brand stecken, weißt du, dann, denn das geht viel zu weit. Das geht, also ich meine, das ist schon, das ist einfach psychopathisch. Das geht einfach nicht. Da muss man ja wohl als normaler Mensch wirklich irgendwo mal Stopp sagen. Und ich weiß, dass ihr das nicht macht, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die es machen. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die das echt, ja, mit, aus irgendwelchen Gründen dann auch noch rechtfertigen, da das ja ihr Deutschland ist oder so. Ich kann euch nur sagen, ich stehe 100% hinter Aktion Arschloch. Der Name ist ein bisschen komisch, aber das tut der Sache nicht weh. Es geht halt um das Lied Aktion Arschloch. Wie ihr euch damit einsetzen könnt, ist relativ einfach. Klickt das Video an, hört euch den Song an, das kostet gar kein Geld. Diese Aktion Deutschland, Aktion Arschloch, aber Aktion Deutschland würde auch passen. Ja, also klickt den Song an, hört ihn euch bei iTunes an, kauft ihn euch bei iTunes, damit wir den auch auf die deutschen Charts schaffen. Wie gesagt, er ist schon in den ersten Platz auf den deutschen Charts, aber wenn wir ihn halt weiter anhören bzw. öfter kaufen, dann bleibt er halt auf den ersten Platz und so ist es dann wirklich ein Zeichen gesetzt. Denn viel, was ich, also so wie ich weiß, viel wird halt durch Musik geschaffen. Alle wissen, wir haben immer wenn wir irgendeinen Musiktitel hören, dann ist es so, wir verbinden das mit irgendwas. Und ja, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass ihr da hilft, dass ich da helfe. Also mein Gehalt vom letzten Monat ging schon als Spende an die Flüchtlingshilfe. Deshalb, falls ihr könnt, spendet irgendwas dafür. Es gibt alte Klamotten, ihr könnt Spielsachen für die Kinder spenden. Ihr habt bestimmt noch irgendwo irgendwas rumliegen, was ihr abgeben könnt. Sei es in die Altkleidersammlung, sei es an Auffangstellen für die Asylanten, sei es, oder ihr könnt einfach zum Bahnhof gehen und ihr seht ein paar Asylanten, dann sagt Hallo und gebt denen eine Flasche Wasser oder so. Es ist wirklich so, so eine kleinen Sachen helfen euch denn, wenn ihr vor aus einem anderen Land kommt und einfach in ein neues Land kommt, wo ihr einfach gar nichts habt, ja. Ich kann mich in die Situation nicht reinfühlen, weil das einfach so ist, ich war noch nie in dieser Situation, ja. Ich habe noch nie irgendwie ganz von null starten müssen. Ich hatte immer das Privileg, immer relativ gut ausgestattet zu sein vom Elternhaus her. Deshalb, ja, also sowas ist echt heftig und so kann das einfach nicht weitergehen in Deutschland. Ich weiß, die meisten helfen schon, aber es gibt halt immer noch diese Leute, die dann meinen, halt sowas abzuziehen müssen, wie einfach ein Asylantenheim abzufackeln. Ich sag jetzt mal die kranke Wahrheit, es ist halt so. Das war einfach das, was mich jetzt so zum Auslöser gebracht hat, ja, auch diese Aktion zu unterstützen. Ich fand, diese Aktion ist am besten, da die meisten von euch wahrscheinlich noch kein Geld verdienen, aber halt auch so ein bisschen mithelfen können. Sei es,
durch, ja, sei es durch einen Liedkauf. Der Liedkauf kostet vielleicht 1 Euro, 1,24 €, wenn ihr über Apple das kauft, ne, in die iTunes-Charts. Es ist wirklich so, das sind kleine Geldbeträge, die kann jeder machen, und das setzt ein großes Zeichen, weil jeder, der irgendwo irgendwo die Charts sieht, der sieht dann auch, dass es einfach so ist, dass, ja, der Song ist Nummer 1, der wird in den Radios gespielt. Das liegt ja immer daran, wenn es Nummer 1 ist, dann wird es öfter in den Radios gespielt. Radios stehen fast überall, beziehungsweise sind überall angemacht. Kann man über Handy empfangen, kann man über alles machen, im Auto. Die meisten fahren ja Auto, und da ist es einfach auch da. Ja, also ganz einfach meine ganz ehrliche Meinung, und ich habe wirklich null Problem, falls ihr damit nicht einverstanden seid, ja. Wie gesagt, ich kann nicht alle Meinungen vertreten, aber falls ihr wirklich meiner Meinung seid, dann schreibt was in die Kommentare. Ihr müsst keinen Daumen nach oben geben, das verlange ich gar nicht von euch. Schreibt es einfach in die Kommentare, weil ich würde gerne eure Kommentare dazu hören. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr, ja, politisches Thema, ja. Es ist ein sehr, sehr, ja, deutschlandweites Thema. Und deshalb kann ich verstehen, falls einige von euch nicht wirklich wissen, was gerade da wirklich abgeht. Und ja, es ist einfach wichtig, da zu helfen. Und ja, ich hoffe, auch wenn es, ich bin ja ein relativ kleiner Kanal, ja, im Gegensatz zu den größeren, die es gibt. Aber ich hoffe, selbst so ein kleines Video gibt denn doch so 3-4 Menschen, selbst wenn es nur einer ist, der sich das jetzt überlegt, oder der der den Song kauft auf iTunes oder so. Selbst das hat ja was, dann hat dieses Video was gebracht. Und ich werde auch auf, wie gesagt, auf jeden Fall noch meine Sachen dazu bringen, meine Sachen spenden, was ich noch hier habe. Ich habe noch ein paar Klamotten hier, wie gesagt, die sind ein bisschen groß, aber naja. Ja, also es ist wirklich so, ne, falls ihr noch was da habt, könnt ihr abgeben. Wenn es nur zu Hause bei euch rumliegt, bringt es echt niemandem was. Ja, wie gesagt, kein Hut. Hier ist Serious Jannis liebe euch. Es ist einfach so, wirklich so, wenn ich den Hut trage, dann bin ich im Charakter drinne. Wann nicht, dann bin ich der dir die harten Themen anspricht, der einfach mit für euch nur mit Informationen zur Umwelt oder sowas. Das ist das erste Video, was ich jetzt gemacht habe, wirklich zu sowas. Es ist, wie gesagt, es kann beide Wege gehen. Es kann ja sein, dass ich mega gedisliked werde, weil anscheinend zu viele Nazis auf meinem Kanal sind oder so. Es kann sein, dass wir einfach sehr, sehr viele Daumen nach oben bekommen oder Kommentare bekommen, was mich natürlich sehr freuen würde, aber das kann man ja alles nicht einschätzen. Aber ich finde, so ein Video, das muss man jetzt einfach in der Situation machen, denn so kann das einfach nicht weitergehen. Wie gesagt, alle, die jetzt schon was dafür tun, denen gebe ich auch den vollen Respekt. Das, was sie auch verdienen. Aber sonst muss ich wirklich sagen, das mit dem Abfackeln, das geht einfach gar nicht. Das kann nicht so weitergehen. Okay, das war jetzt so eine kleine, wie soll ich es nennen, eine kleine Message an euch, ne? So eine kleine wichtige Ansage irgendwie, und ja, wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, dass wir Dislikes bekommen, aber hey, wenn ich eine Person erreicht habe, ist mir das total egal, wie viele Dislikes es gibt oder wie viele Likes es gibt, das ist mir total scheißegal, solange wir ein oder eine dazu gebracht haben, irgendwas zu spenden, war dieses Video ja schon lohnenswert, und das hat mich jetzt nur 10 Minuten meiner Zeit gekostet, also fast. Naja, das lohnt sich also immer. Und über YouTube kann man mehr Leute erreichen, als wenn ich jetzt da draußen auf die Straße gehen würde und jeden Einzelnen ansprechen würde, dass er wirklich das machen sollte. Ja, also es ist mir auch sehr wichtig, ich habe jetzt auch mein professionelles Belichtungspaket rausgeholt, damit das hier ein bisschen professionell aussieht. Ja, das ist einfach so ein Thema, das konnte ich jetzt nicht so schluderig daneben reden, mit schlechter Beleuchtung und so, schlechten Greenscreen-Effekten, und das ist einfach so, das kann ich jetzt nicht so auf mir liegen lassen, das kann Deutschland nicht auf sich liegen lassen. Ich meine, Deutschland ist sowas wie, also ist ein sehr, sehr beliebter Reisepunkt für die
für die Flüchtlinge. Ganz einfach, da wir eine sehr, sehr großzügige, ja, also wie soll ich es nennen, eine sehr, sehr großzügige, ja, ein. Ach, jetzt ist mir das Wort nicht mehr eingefallen, was ich sagen wollte. Da war eine sehr, sehr gute Einbürgerung. Also wir haben die Bahnverbindung und da wird keiner rausgeschmissen, so in ganz normalen Worten, ohne jetzt irgendwie schlaubelgisch zu klingen, ja. Wir haben eine gute Bahnverbindung, die kommen da gleich nach München durchfahren und wir haben das alles. Und deshalb, Deutschland ist auch so das Traumziel, da die viele unterstützt werden, aber es gibt halt immer noch diese Eskapaden, die man einfach nicht übersehen kann und nicht übersehen will. Und deshalb, ja, ich bedanke mich für eure Zeit, falls ihr es bis zu diesem Video durchgeschafft habt. Wie gesagt, ich werde gerne eure Kommentare dazu lesen. Ich werde gerne noch irgendwelche Fragen beantworten. Ich werde auch die Aktion Arschloch in den Kommentaren verlinken. Da könnt ihr auch noch mehr zu lesen. Ja, mit dem Link. Denn der Song hat sich allgemein schon auf den Platz 1 vorbereitet. Also ist auf dem Platz 1, aber ist natürlich besser, je länger wir ihn auf 1 halten können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Es war ein sehr, sehr anderes Video, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis denn und ciao.